Hallo zusammen, ich bin nun im Garten. Heute gibt es einen Gartenrundgang und es geht direkt los. Komm mit! Direkt hier neben mir wächst ganz fleißig Rucola. Da ist ja nur noch Koriander und Thymian drin. Von beiden noch nichts zu sehen. Ich denke, da werde ich mal gucken, was ich verkehrt gemacht habe. Beim Koriander, den habe ich dann für den Koriander zu oft gegossen und dementsprechend ist das dann auch nicht durchgekommen. Deswegen, da werde ich nochmal einen neuen Versuch starten und mal gucken, wie sich das entwickelt. Hier seht ihr nun die Pflanzen, die ich letztes Mal eingebuddelt habe. Wächst und gedeiht, haben ihren Platz angenommen. Dazwischen habe ich überall noch Zwiebeln reingemacht. Wenn ihr mal guckt, einmal da. Dort, die lag heute draußen. Hat wahrscheinlich eine Ratte oder so ein bisschen dran rumgepult und genagt oder eine Wühlmaus, muss man mal beobachten. So, Zucchini-Kasten, Zucchini ist drin, das habt ihr in der letzten Folge nicht mehr gesehen. Ich habe hier noch verteilt überall Zwiebeln reingehauen, die sollen ein bisschen schützen vor Wühlmäusen, aber generell auch noch ein bisschen Platz einnehmen und ich glaube, der Platz hat sich ganz gut geeignet dafür. So, hier habe ich den Johannisbeerstrauch, das kommt jetzt auch. Wächst und wächst. Ich werde das mal weiter beobachten. Freut mich auf jeden Fall sehr. Das wird wohl einer sein, hoffe ich. Und nicht irgendein Unkrautgewächs am Stamm oder wie auch immer. Das andere Ding ist nicht angewachsen, beziehungsweise ist noch nichts gekommen. Hier seht ihr das Knoblauchbeet, das kennt ihr ja schon. Ich mulche einfach immer nach, was ich hier so rundherum rumrupfe und sich so anfindet, damit die Erde ein bisschen geschützter ist und Unkraut nicht so durchkommen kann. Da muss ich ja noch warten und geduldig sein. Das werde ich tun und der Dinge verharren, die da kommen mögen. Dann bin ich jetzt beim Rote-Bete-Beet, das eine Tortenbeet. Da hat jetzt noch eine Zucchini Platz gefunden. Ansonsten sind überall verteilt Pflanzen. Es sind nicht alle durchgekommen. Ich weiß nicht, ob da was kommen kann noch. Ich glaube aber nicht. Aber es sind genug Pflanzen da, die ich dann so verteilen kann. Jetzt sind wir vom Kohlrabi-Beet. Ich habe komplett Unkraut gejätet, gemulcht und die Kohlrabi-Pflanzen freigelegt, wie ihr sehen könnt. Außerdem habe ich hier und auf der anderen Seite Bohnen reingesteckt. Die habe ich geschenkt bekommen. Vielen Dank nach Tönning. Da hinten ist eine Zwiebel reingekommen. Da ist eine Zwiebel reingekommen. Und wie ihr sehen könnt, die wachsen auch schon an. Da und da. Genau, und hier ist die zweite Bohne drin. Der Spinat wächst und gedeiht, der ist heute dran, da werde ich ein bisschen was ernten von. Und ich habe ja schon ein paar Mal mich davon ernährt und mich freut das voll, der schmeckt super gut. Echt sehr, sehr lecker. Direkt daneben geht es weiter, da ist der Salat, unschwer zu erkennen. Da habe ich ja verschiedene Sorten drin, ich kann bisher nur zwei sehen, es sind aber drei drin. Ich weiß nicht, ob das, wenn das dann ein bisschen mehr wächst, sich irgendwie noch ändert, aber ich glaube, das war's. Ich habe gestern auch mal ein paar Pflanzen rausgenommen, das ein bisschen ausgedünnt und Momo nebenan ein paar Pflanzen schenken wollen, haben wir eingepflanzt, hat nicht gehalten, lagen dann heute alle mit dem Kopf auf dem Boden. Aber so ist das, so lernt man dazu und jetzt weiß ich wieder was mehr. Also, was ich soweit auch in Erfahrung bringen konnte, wenn man die Salatpflanzen ganz klein hat, dann kann man sie noch umsetzen und am besten irgendwie in Töpfen vorziehen, soweit ich das verstanden habe. Jetzt hocke ich direkt vor dem Kartoffelbeet von Nele und Sven. Wie ihr sehen könnt, irgendwas haben wir richtig gemacht. Sven, Nele, ihr habt das toll gemacht. Vorher umgegraben und dann irgendwann kamen die Kartoffeln und jetzt sind sie drin und alles wächst und ja, ich denke, die werden in naher Zukunft dann nochmal vorbeikommen und das Anhäufeln machen. Da halte ich mich soweit raus. Und links daneben ist dann mein Beet. Wie ihr sehen könnt, kommen da auch die Pflanzen durch, bis auf eine überall rausgeschossen. Kann man ganz gut erkennen, da wo die Pflanzen Schatten werfen. Da vorne links fehlt noch eine. Im Sonnenblumenhügelbeet tut sich auch einiges. Hier ist alles voll Sonnenblumen. Ich habe ja nun auch bei den Sonnenblumen die Blumen für die Schmetterlinge zwischen. Das heißt, ich muss der Dinge fahren, die kommen werden und kann noch kein Unkraut jäten. Ja, einfach Geduld haben. Irgendwann kann ich dann dabei, wenn das offensichtlicher ist, was da so wächst.
Hier ist ja das andere Sonnenblumenbeet oder mittlerweile nenne ich es auch Sonnenblumenfeld. Alles voll Sonnenblumen, die sind richtig schön am Großwerden. Alle haben ihren Platz. Ja, ich muss mich auch da gedulden, da sind auch überall die Schmetterlingspflanzen zwischen. Und ja, abwarten, Geduld haben, kommt irgendwann. Dann habe ich noch jede Menge Blumen umgesetzt und oder gepflanzt, gesät, wie auch immer. Das ist hier der Sichtschutz neben Kartoffel und oder Kartoffelbeet und neben den Sonnenblumen. Und hier wächst und gedeiht einiges. Ich kann das noch nicht so ganz auseinanderhalten, aber ich schätze mal hier sowas wie das hier. Das wird dann wahrscheinlich irgendwas werden. Ja, den Frauenmantel hier vorne, den habe ich mal übergossen. Übers Gießen habe ich auch ganz viel gelernt die letzte Zeit. Auf jeden Fall herausfinden können, beziehungsweise da auf Rat anderer hören können. Und man sollte das nicht so wie jetzt über Tag machen, weil sonst die Pflanzen zu viel Wasser abkriegen und in der Sonne verbrennen. Also wenn sich das Wasser sammelt, dann ist das natürlich nicht gut für die Pflanzen. Das wird heiß und dann gehen sie natürlich ein. Ich bin froh, dass sich Frauenmantel an dieser Stelle dann doch noch gefangen hat. Jetzt noch nicht optimal, aber das kommt. Die Natur findet seinen Weg. Auch hier könnt ihr die hier sehen. Ich mochte die einfach, habe die umgesetzt und ich finde, die passen hier irgendwie gut hin. Mal gucken, ob das etwas ist, was nachher nervig ist oder ob das echt da bleiben kann. Wird die Zeit zeigen. Dann habe ich beim Zaunfreimachen dann noch diese Blumen entdeckt. Die habe ich stehen lassen, alles andere drumherum frei. Ja, ein paar vereinzelte Pflanzen gibt es so noch in den Gräsern oder in der Quieke. Aber ja, das habe ich jetzt stehen lassen und ich finde die schön und bin mal gespannt, was da so kommt und draus wird. Denn sind überall im Garten verteilt. Diese Pflanzen sehen aus wie die unterm Apfelbaum. Ich bin mal gespannt, ob es die gleichen sind. Wird sich dann auch zeigen. So, vor mir jetzt die Weide, wächst alles, grünt. Ich freue mich voll. Jede Menge Weiden im Boden angekommen und haben den Platz angenommen. Da freue ich mich besonders drüber, weil das wird wachsen, wachsen, wachsen und da habe ich noch ganz viel vor mit. Hier das gleiche, auch eine Weide. Der Apfelbaum hat natürlich seine ganzen Blütenblätter verloren. Die ganzen weißen sind weg. Nun ist er nur noch mehr grün und ich bin gespannt, wie sich das mit den Äpfeln entwickeln wird. Das wird echt eine schöne Sache. Ist natürlich nicht optimal geschnitten, das weiß ich. Aber fürs erste Jahr bin ich zufrieden. Ich habe auf jeden Fall unnützen Kram weggemacht, der unten rumstörte. Ja, und das kennt ihr schon aus einer anderen Folge. Die Pflanzen unter dem Apfelbaum sind so groß schon geworden. Alles hier. Und ja, ich habe mir gedacht, diese freie Stelle, die werde ich auch noch nutzen, aber das folgt dann in einem anderen Video. Hier vorne, ich komme mal näher ran. Das gleiche Problem mit dem Frauenmantel war gießempfindlich, viel zu viel Wasser über Tag gehabt. Ich habe meine Gießzeiten definitiv angepasst an abends oder frühmorgens, in der Regel aber abends, wenn hier Schatten drauf liegt. Und seitdem ich das so mache, ist das auf jeden Fall eine runde Sache. Oh, das hat sich geräumt. Lass ich mal so stehen. Der Johannisbeerstrauch, der jetzt noch gar nicht beschnitten wurde, seit Jahren hat überall schon die ersten Johannisbeeren dran, die anfangen zu reifen. Und auch hier ist die Weide angewachsen. Ich bin total überrascht, weil die wollte am Anfang überhaupt nicht. Aber grünt jetzt, damit bin ich natürlich glücklich. Und hier hinten in der Ecke, sie mögen es schattig und feucht fahren. Da wird auf jeden Fall noch mehr in meinen Garten kommen und ich hoffe, der hier hält weiter durch. Sieht ganz gut aus. Soll nachher generell hier hinten auch Sichtschutz geben, ein bisschen. So allgemein hier hinten, wie jetzt meine Chill-Ecke aussieht. Natürlich alles rasenbewachsen, da hinten schön verwildert. Ich mag's. Nichtsdestotrotz werde ich das irgendwann auch ein bisschen runterschneiden, falls sich da was bildet, was dann aussehen möchte. Und ich sehe auch schon die ersten Sachen hier parallel. Ja, alles zu seiner Zeit. Ich habe vorne schon mal angefangen mit den ersten Sachen, um mich da zu schützen. Und ich finde, das ist alles gut angewachsen. Man sieht das vertrocknete Gras natürlich auch dazwischen. Die Grassoden, aber generell wächst überall was und das kann ja nur noch mehr werden. Das wird sich zersetzen und dann neuen Boden bilden. Hier hinten mal ein bisschen windgeschützt noch.
Hier hinten ist das natürlich auch schön entspannt alles. Alles wiedererkennungswert, muss ich nicht weiter erklären. Auf jeden Fall hier oben alle schön dicht gegrünt, Sichtschutz, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte hier hinten ein bisschen Ruhe haben. Ja, und irgendwann geht es hier weiter, dass ich auch den Rest hier wegschaffe an Hügeln, an Erde. Hier ist noch jede Menge. Auch da hinten will ich weiter vorankommen. Ja, alles zu seiner Zeit. Jetzt verwinkelt hier hinten im Baum. Der Nistplatz der Blaumeise, glaube ich, ist das. Ich bin mir auch schon ziemlich sicher mittlerweile. Haben den Platz gut angenommen und durfte ich ein paar Mal auch schon beobachten beim Reinschlüpfen. Ich laufe einfach mal weiter. Hier ist natürlich alles voll Unkraut, Brennnesseln, Girsch, Brombeeren. Und ja, das ist noch nicht dran, kommt irgendwann. Hier der Platz neben dem Apfelbaum, hat sich bewährt gemacht, super oft auf dem Platz sitzend, auch mit Besuchern, und ich genieße das, und wie man sieht, spendet dann auch Schatten über den Tag, und man kann sich in den Garten flüchten, wo man möchte, ob man in der Sonne sein möchte, hinten chillaxt oder neben dem Apfelbaum. Und, hier habe ich ein bisschen den Weg vorgeformt, da vorne seht ihr noch die Insektentränke, die werde ich noch befüllen wieder mit Wasser, ist leer leider, geht fix. Ja, und ich zeige euch jetzt einfach mal weiter, was im Garten passiert, wie ich mir den Garten aufgeteilt habe, wo was noch vielleicht hinkommen soll. Mal gucken, was mir gleich alles so einfällt. Ich lege einfach los. Das Ding sieht mittlerweile so aus, das habe ich heute frei gemacht. Alles, was lang gewachsen war, einfach mal ein bisschen abgeschnitten. Mal gucken, was jetzt verbrennt und weiter wächst. Aber ich denke, das Zeug wird nie aufgeben und immer irgendwann durchkommen. Bin ich fest von überzeugt. Schwenke ich mal rüber. Neben meinem Fahrrad habe ich natürlich Erde aufgehäuft. Das ist noch nicht fertig. Und ja, jetzt geht es weiter nochmal da hinten in die Abteilung. Hier vorne beim Wasser habe ich auch einen Haufen mit Mulchbarem angelegt. Und ja, da werde ich immer wegholen, was ich so brauche. Und da fällt ja jede Menge im Garten an. Ich möchte das alles ganz gerne wiederverwerten und nicht gleich Kompost, hast du nicht gesehen, einfach direkt ins Beet nachher. Und hier kann es auch an der Sonne ein bisschen verbrennen, was Unkraut angeht. Und nachher ist es dann alles gut für den Boden. Ganz wichtig noch zum Gießen. Nicht mit kaltem Wasser gießen, habe ich gelernt. Ruhig einmal, ja, so wie ich hier jetzt irgendwie auffangen und dann aus der Geschichte dann schöpfen und die Pflanzen gießen. So, ich befinde mich jetzt quasi immer noch da in der Mitte von den Tortenbeeten. Von dort kann man ja kommen. Die sind recht symmetrisch, auch weil ich das Gästebeet angelegt habe, zusammen mit Nele und Sven, die das letztendlich alles dann vorangebracht haben. Ich wollte da nicht zu viel abnehmen, es waren eigentlich nur Abmessungen und ein bisschen guter Rat. Ja, Sonnenblumenbereich hier vorne, das soll ja alles schön werden, wenn man hier reinkommt, dass man quasi durch so einen Korridor kommt. Im Sonnenblumenbeet ist natürlich der Sitzplatz und deswegen auch dahinter der kleine Wall, da wächst dann auch jede Menge hoch und das soll auch Sichtschutz bieten, wenn man da sitzt, dass man seine Ruhe hat größtenteils. Zu hoch darf es ja auch nicht werden, ich habe mich ja an bestimmte Sachen zu halten. So, dann geht's weiter. Hier vorne ein freies Feld, da sollen noch Buschbohnen hin. Ich hoffe, ich schaffe das noch zeitnah. Denn das Beet kennt ihr, meinen Schatten kennt ihr, das Beet kennt ihr auch. Und dann habe ich jetzt natürlich dort noch einen echt freien Bereich, wo noch zwei Tortenstücke hinkommen, Tortenbeete. Schließlich einmal rundum gefilmt. Jetzt habt ihr alles mal gesehen, so grob. Jetzt zeige ich weitere Ecken. Das Recyceln fällt im Moment flach, beziehungsweise das Material vorbereiten, Nägel ziehen, Schrauben absägen und so weiter. Gibt einfach viel zu tun. Vorne wächst ja alles auf der Wiese. Da werde ich aber auch demnächst beigehen, damit das nicht so aussieht. Aber da sind schon ein paar hübsche Zwischen, sehe ich gerade. Da ist was Rotes und da hinten ist was Gelbes. Ich denke mal, sowas würde ich lieber stehen lassen wollen. Mal gucken, was das sein wird. Jetzt ist eure Hilfe gefragt. Ich habe einige Pflanzen bei mir. Ich würde gerne wissen, was das ist. Und vielleicht könnt ihr mir helfen, unten in die Kommentare schreiben, was ich so entdeckt habe. Ob das vielleicht Unkraut ist, ob das irgendwo eine Blume ist oder so. Das würde mir echt schon weiterhelfen. Das habe ich jetzt schon gezeigt.
auch wenn angefressen, das stach so heraus, weil es nirgendwo anders wächst. Was ist das? Gehört das zu den Schmetterlingsblumen? Ist das aus den Ästenrunden durchgewachsen? Was wird das sein? Dieses Gewächs sieht mir nach Unkraut aus, aber wer weiß, vielleicht ist das noch was anderes und wird mich noch überraschen. Diese Pflanze ähnelt dann auch wieder dem unter dem Apfelbaum und die man auch schon woanders im Garten gesehen hat, neben dem Sonnenblumenfeld. Mal gucken, ob das irgendwas Brauchbares ist oder ob das recht ungesund ist. Es sind überall im Garten diese Dinger. Mannestreu könnte vielleicht das sein. Das sind die ersten Dinger, die ich sehe, die ein bisschen anders aussehen. Auch in der Nähe von den Stöckchen habe ich ja markiert. Allerdings auch hier. Deswegen mal abwarten. Habt ihr da einen Tipp? Ah, da wächst es auch. Bei der Dahlia tut sich gar nichts außer Unkraut, wie es aussieht. Zu den Tomaten gibt es noch was zu erzählen. Und zwar ist das hinten eine dickfleischige und festfleischige Tomatenpflanze, Rio Grande heißt sie. Und hier vorne haben wir Blue Pits, die sollen wohl erst blau zu schwarz zu rot oder irgendwie so werden. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Wenn ihr mal guckt, da unten, sollte ich diese Blätter lieber abnehmen oder dran lassen? Ist das eine Krankheit? Ist das durchs Gießen? Vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich. So, das war alles Erwähnenswerte zunächst. Ich werde jetzt noch mal jede Menge Bilder in Nahaufnahmen zusammenschneiden und euch da mit Musik dann meinen Garten noch mal präsentieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß noch beim Rest. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet, logisch. Ich freue mich über den ganzen Zuspruch und dass ihr da so einen Spaß dran habt und freue mich über jedes Kommentar. Für heute soll es dann reichen. Tschüss, euer Lars.
Thank you.